Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Pünktlich zur Weihnachtszeit, seht ihr es schon, ich habe nicht den Weihnachtsmann hier, sondern meinen lieben Freund Wolfgang Stark. Wolfgang, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich bin ja gerne bei dir. Freut mich auch, dass ich bei dir sein kann. Dann habe ich dich ab und zu mal unter Kontrolle. Ja, wenigstens einer. Ja, die Fans haben schon nach dir gefragt. Ich habe jetzt erst kürzlich Kommentare unter einem anderen Video gelesen, so nach dem Motto, Charles, wann machst du wieder was mit Wolfgang Stark? Und ich habe gesagt, ja, natürlich, machen wir noch dieses Jahr. Es gibt ja auch wieder viel, worüber wir sprechen wollen. Aber bevor wir so richtig in unser heutiges Thema Baphomet und das geheime Buch der Freimaurer, bevor wir da so richtig einsteigen, müssen wir mal ein bisschen Werbung machen, denn es sind wirklich geile Sachen passiert. Wir schauen jetzt zurück auf ein Jahr voller Publikationen. Wir haben ungefähr, ja, ich glaube so letztes Jahr im Januar, dein erstes Buch herausgebracht, ja, Kloster Locum, Zisterzienser, Templer und Mysterien, mittlerweile auch in der erweiterten Ausgabe erhältlich. Dann ging es gleich weiter. Kurz darauf ist mein Buch erschienen, die gnostische Geheimlehre der Freimaurer, Hochgrade und Astrotheologie. 2-3 Monate später danach, dann mit Hilfe erneut unseres Freundes Robert Grains, das Buch Unter dem allsehenden Auge, Freimaurer im Gespräch. Dort haben wir einfach unsere Gespräche, die wir hier auf meinem Kanal führen, in Buchform auf den Markt gebracht. Also für euch alle, liebe Freunde da draußen, die noch auf der Suche nach guten Weihnachtsgeschenken sind. Aber dann ging es noch weiter. Es ist unglaublich. Und das nächste, was dann kam, ist der neue Nuviso-Comic, Heft Nummer 10. Ich habe nämlich für die Jungs von Nuviso in diesem Comic-Heft eine Geschichte geschrieben. Es ist auch in dem Heft die längste Geschichte, die abgedruckt ist. Und da geht es um niemanden Geringeren als mich und Wolfgang. Ja, hier seht ihr es schon. Der Comic heißt Wolle und Charles Return to Locum. Also uns gibt es jetzt auch als Comicfiguren, was wirklich abgefahren ist. Und ich glaube ja auch vor allem deine Enkelkinder richtig gefreut haben. Ja, also Opa ist schon ganz schön beliebt. Opa ist jetzt schon ein geiler Typ. Ja. Wo er jetzt auf seine alten Tage nochmal Comicfigur geworden ist. Aber jetzt kommt selbst noch nach dem Comic das eigentliche Sahnehäubchen. Und zwar ist jetzt vor einigen Tagen, Wolfgang, dein neuestes Buch erschienen. Und darüber wollen wir uns heute auch inhaltlich unterhalten. Es trägt den Titel Liber Templi, also ist lateinisch zu Deutsch Buch des Tempels, Lehre des schwedischen Ritus, und das ist ein Herzensprojekt, dieses Buch von uns, weil es eine Sammlung darstellt der Seminarhefte eigentlich, die du geschrieben hast für deine Locuma-Seminare, die du seit mehr als 15 Jahren veranstaltest, bei denen du Hochgrad-Freimaurer ausbildest in der freimaurerischen Esoterik, in der Geheimlehre der Hochgrade, und dieses gesammelte Wissen drohte eigentlich verloren zu gehen, weil es ist so, dass natürlich Brüder nehmen an deinen Seminaren teil. Das ist immer ein ganz begrenzter, man könnte fast schon sagen, elitärer Kreis. Und man weiß ja im Nachgang gar nicht so, was geschieht mit dem Wissen. Haben die das begriffen, verinnerlicht, oder landet das irgendwo auf der Müllhalde des Datenmülls sozusagen? Und auch die Heftchen, die du dort immer entworfen hast mit unheimlich vielen Grafiken, da weiß man auch nicht, sammeln die Teilnehmer das, landet das im Müll? Und wir haben uns dann irgendwie mal gedacht und dazu durchgerungen zu sagen, wir bringen das alles in Buchform raus, damit dieses Wissen nicht verloren geht. Denn es ist nicht einfach nur jetzt das Wissen der freimaurischen Hochgrade, sondern die Vertiefung davon, die Bezüge zur Kabbalistik, zur Bibel, zur abendländischen Esoterik. Und dieses Buch, wie gesagt, jedes Kapitel ist eigentlich eines dieser Seminare, die du gegeben hast. Und jedes Seminar hast du ein Jahr lang vorbereitet. Also hier stecken mindestens 15 Jahre Arbeit drin. Hier steckt aber auch ein ganzes Leben an Erfahrung, an gesammelter Lebensweisheit und Wissen drin. Das Buch selbst enthält unheimlich viele Grafiken. Ich zeige mal hier was rein mit dem Baum des Lebens, andere Geschichten. Also es ist
ich weiß nicht, ich glaube, mehrere hundert Grafiken hast du im Laufe der vielen Jahre erstellt, Grafiken, um eben freimaurische Hochgradrituale und deren kabbalistische Bedeutung verständlich zu machen. Das ist wirklich ein Schatz, und mit Fug und Recht kann man es aus meiner Sicht als das geheime Buch der Freimaurer bezeichnen. Nun einer Öffentlichkeit überantwortet, ja, mit dem Wunsch unsererseits, dass sich das Wissen vermehren möge. Aber vielleicht kannst du ja selbst noch mal ein bisschen was zu diesem Buch erzählen, zu dem, was du dort gesammelt hast, veröffentlicht hast, wie es überhaupt dazu kam, dass du diese Art von Forscher wurdest, der du geworden bist. Es ist so, seit mehr als 15 Jahren gebe ich einmal im Jahr ein Symposium für Hochgrad-Freimaurer aus dem deutschsprachigen Raum. Also das ist Schweiz, Österreich, Deutschland. Das machen wir einmal im Jahr. Maximale Teilnehmerzahl ist 25, mehr kommt da nicht zusammen. Und da wird dann übers Wochenende von Freitag bis Sonntag sehr heftig diskutiert. Und die innersten Probleme der Freimaurerei werden dann auch erörtert, ohne schriftlich festgehalten zu werden. Und wie gesagt, seit 15 Jahren wird das sehr, sehr erfolgreich gemacht. Das bedeutet, es wird angekündigt, wann das stattfindet. Und es melden sich zwischen 50 und 70 Teilnehmer an. 25 machen nur mit. Es hat sich da so eine Elite bei herausgebildet. Nur das, was wir da besprechen, das wird nicht schriftlich fixiert. Da wird auch nicht drüber geredet. Nun sind wir aber zum Ergebnis gekommen, dass das, was wir da herausbekommen, schon sehr wesentlich ist, und nicht für die Freimaurerei, sondern es geht um Dinge oder um das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und die Freimaurerei ist durchaus in der Lage, das zu formulieren. Die Bibel ist auch in der Lage, das zu formulieren. Nur die Freimaurerei kann das besser als die Bibel. Und aus dem Grunde ist die Freimaurerei auch eine Geheimgesellschaft. Aber die Freimaurerei insgesamt sitzt seit Jahrhunderten auf ihrem Geheimnis. Und manchmal befürchten wir, dass die Freimaurerei ihr eigenes Geheimnis verliert. Und das darf nicht sein. Es darf einfach nicht sein, dass dieses Geheimnis verloren geht. Und das gehört der Menschheit. Und wir möchten das auch der Menschheit erhalten und nicht nur den Freimaurern. Nicht nur den Freimaurern. Und aus dem Grunde ist das auch als Buch in die Öffentlichkeit gekommen. Sollte erst jetzt. Ich hatte gestern einen Anruf von einem Hochgrad-Freimaurer. Ich habe sein Buch gekauft. Ich sage, was? Das ist noch gar nicht auf dem Markt. Doch. Ja, es ist schon seit ein paar Tagen bei Amazon erhältlich, obwohl wir es heute eigentlich erst so der Öffentlichkeit präsentieren wollten. Ja, ich habe da reingeguckt. Bist du verrückt? Das geht ja wohl überhaupt nicht. Das geht ja wohl überhaupt nicht. Ich sage, was hast du denn? Ja, ich sage, das kannst du nicht machen, sagte er. Es ist ja gut, aber das kannst du nicht machen. Das hatten wir befürchtet. Das hatten wir befürchtet, dass solche Reaktionen kommen. Es ist so, ein Teil der Freimaurer wird sagen, ja toll, gut gemacht, endlich mal einer, der sich traut, die Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen, das erklärbar oder verständlich zu erklären. Und die anderen, Verräter. Verräter, weiß ja nicht, wie viele Hände mir dann abgehackt werden und wie viele Zungen mir rausgeschnitten werden. Spätestens, Wolfgang, wenn du aufgeknüpft an irgendeiner Brücke hängst, dann wissen wir, dass du... Ziegelsteine in der Tasche. Ne? Ja. Weiß ich nicht, fängt nicht so toll an.
Ja, also es gibt von Anfang an, ich meine, das ist jetzt seit ein paar Tagen erhältlich, das haben auch noch gar nicht viele Menschen jetzt mitbekommen und gekauft, aber es gibt schon deutlich Gegenwind, den du auch von innerhalb der Freimaurerei erhältst. Umso mutiger und wichtiger finde ich es, dass du diese Dinge veröffentlichst, weil eben dieses esoterische Wissen der Kabbalistik und der freimaurischen Hochgradsysteme, genau wie du es ja schon gesagt hast, ein Menschheitsgut ist, von dem alle Menschen, die geistig suchen, die sich für diese esoterischen Traditionen des Abendlandes interessieren, profitieren können. Und es ist einfach eine Zeit, auch aus meiner Sicht angebrochen, in der dieses Wissen auf wohltuende und hilfreiche Weise in die Welt getragen werden sollte. Denn anders droht es einfach nur zu verschwinden, so wie auch das Wissen antiker Hochkulturen. Dann kann man das irgendwie in Tausenden von Jahren rekonstruieren. Aber warum? Man kann es auch jetzt schützen, bewahren, konservieren und vor allem auch verbreiten. Wissen ist ja eine Flamme, die dadurch mehr wird, dass man sie teilt. Ja, wir haben, wie du schon sagtest, versucht, mit sehr vielen Zeichnungen etwas darzustellen und einfach begreiflich zu machen, auch für Menschen, die keine Freimaurer sind, die sich aber interessieren für Hermetik oder Kabbala und so weiter. Das ist alles Teil der Freimaurerei. Und es gibt viele, viele Schlüssel. Und wer sich diese Zeichnungen und Schlüssel aufmerksam betrachtet, der wird auch merken, worauf wir hinaus wollen, worum es denn geht. Es geht in der Freimaurerei um ein sehr begrenztes Thema. Man kommt immer wieder darauf zurück. Das ist aber genauso wie in der Bibel. In der Bibel, in der Genesis, Kapitel 1 und 2, da wird etwas dargestellt, was sich dann in der Bibel immer wiederholt. Und so ist das in der Freimaurerei. Die Freimaurerei hat in der sogenannten Blauen Loge die ersten drei Grade. Und ich habe dann mal gesagt, nach den drei Graden fangen die Hochgrade an und Hochgrade gleich Freimaurerei für Sitzenbleiber. Wer es in den drei Graden nicht begriffen hat, der bleibt eben sitzen. Und für jedes Mal Sitzenbleiben gibt es einen Orden. Und die mit den meisten Orden sind wahrscheinlich auch am öftesten sitzen geblieben. Aber irgendwann wird man es begreifen oder auch nicht. Oder auch nicht. Denn ich weiß noch, als ich frischer Freimaurer war, da war ich noch Lehrling, war ich noch mit anderen Lehrlingen zusammen. Und dann wurden wir geschult von einem Kanton, der hatte da den letzten Grad. Und er erzählte uns dann, sagte, ja, ich bin nun alle Grade durchlaufen und habe auch den höchsten Grad erreicht. Aber ich muss euch gestehen, da ist nichts. Da ist nichts. Er hat es nicht begriffen. Er ist bis zum letzten Grad aufgestiegen und hatte nichts begriffen. Das ist traurig, ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm, denn auf dem Weg dahin lernt man viel, man erfährt viel. Es gibt in der Freimaurerei großartige Rituale, da kann man drin aufgeben. Und jeder erreicht da sein Maximum. Man kann in der Freimaurerei unglaublich viele Fragen stellen, die alle beantwortet werden. Aber je mehr man weiß, desto mehr Fragen hat man, je mehr Antworten beantwortet wurden, desto mehr neue Fragen tauchen auf. Aber es gibt ein Ergebnis. Es gibt einen Punkt, an dem alles entstanden ist. Und es gibt auch einen Punkt, an dem alles immer wieder aufhört. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwas linear verläuft. Da ist mal die Erde entstanden oder das Universum ist entstanden und irgendwann wird das zu Ende sein. Das ist wohl so, dass beim Urknall irgendwas entstanden ist und irgendwann durch einen anderen Urknall wird sich wieder alles auflösen. Aber dieses Werden und Vergehen ist ein Prozess, der sich ständig ereignet. Jeden Tag, jede Sekunde ereignet sich das einfach
Und das ist eben die Materie, in der wir uns befinden. Und diese Materie hat geistige Anteile. Und vor allem ist es ja auch so, wenn ich ganz kurz einhaken darf, diese Materie mit ihren geistigen Anteilen ist eben auch verknüpft mit einem Schöpfer, der sie geschaffen hat oder einem Prinzip, das sie beherrscht. Und darum geht es dann ja auch in vielen Teilen der freimaurerischen Hochgradritualistik. Es geht dann um den Gottesnamen, es geht darum, wie der ausgesprochen wird. Und das Ganze ist verbunden mit diesem ominosen Namen Baphomet. Und führ uns doch mal dahin, wie dieses Prinzip der Natur mit dem Baphomet und diesen freimaurischen Ritualen, wie das zusammenhängt. Ja, der Baphomet ist höchst interessant. Sagen wir mal so. Und die Freimaurerei kann mit Baphomet, also der oder das Baphomet, kann man unterscheiden. Die Freimaurerei kann damit umgehen, tut sie aber nicht unbedingt. Man muss wissen, wer oder was ist denn Baphomet. Am weitesten bekannt ist natürlich Baphomet von Eliphas Levi. Baphomet ist aber entstanden im Zusammenhang mit der Auflösung des Templerordens. Als der Templerorden aufgelöst wurde, da wurden die Templer beschuldigt, dass sie ein Idol hätten. Und dieses Idol könnte viel und dieses Idol würde auch verehrt. Nun hat man den Templern unterstellt, dass sie alles Mögliche mit diesem Idol machen würden, konnten das aber nicht beweisen. Sie haben dieses Idol nirgendwo gefunden. Und die Geständnisse, die sie hervorgebracht hatten, wurden alle durch Folter bewirkt, diese Geständnisse, die haben nicht viel Wert. Andererseits gibt es alte Akten in der Freimaurerei, wo der Baphomet sehr wohl beschrieben wird, sehr wohl. Nur heute nicht mehr. In alten Akten gibt es das noch. Das heißt, das Wissen explizit darüber, was Baphomet ist und wie Baphomet funktioniert, wurde aus freimaurerischen Akten systematisch rausgestrichen irgendwann. Ja, es wurde dann einfach nicht mehr gelehrt. Und es gibt also Lehrsysteme oder Lehrarten, wo der Baphomet noch ab und zu mal erwähnt wird, aber er wird nicht erklärt. Im Grunde genommen ist der Baphomet das Prinzip, das hinter der Natur steht. Die Natur hat ein geistiges Prinzip und das ist der Baphomet. Und das wird sehr gut erklärt, was denn dieser Baphomet an schöpferischen Fähigkeiten hat. Das bedeutet, der Baphomet ist in der Natur, er ist mit der Natur, er ist durch die Natur, er beherrscht die Natur. Aber er kann sie nicht verlassen. Er kann die Natur nicht verlassen. Und der Mensch als solcher ist erlösungsbedürftig und auch erlösungsfähig. Der Baphomet nicht. Der ist nicht erlösungsfähig, denn dann würde die Materie ja nicht mehr funktionieren. Wenn der Baphomet oder das Baphomet oder das Prinzip, was hinter der Materie steht, nicht mehr da wäre, dann gäbe es auch keine Materie mehr. Und so haben wir in der Bibel ja den schöpferischen Prozess im ersten Buch Moses. Das geht dann los, im Anfang war die Erde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Im Plural. Das ist vor der Schöpfung. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Dann beginnt die Schöpfung. Das heißt, in der Bibel haben wir sehr wohl eine Beschreibung eines Zustandes vor der Schöpfung. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Das Wasser war schon da. Das wurde ja dann nachher im Sechstagewerk Gottes gar nicht mehr erschaffen.
Gott hat ja 6 Tage lang erschaffen, alles Mögliche, Himmel und Erde und Mond und Sonne und Sterne und Menschen und Tiere und Pflanzen, alles hat er ja in 7 Tagen erschaffen, in 6 Tagen erschaffen. Und am 7. Tage hat er geruht. Und der 7. Tag ist das 1. Buch Moses, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Und dann kommt Vers 4. Und da steht, und so schuf Hashem Himmel und Erde. So steht es in der Tora, Hashem, im Tanach. Oder bei uns in der Lutherbibel steht, und so schuf Gott der Herr Himmel und Erde. Und in der Elberfelder Bibel steht, und so schuf Jehova Himmel und Erde. Haben wir da einen anderen Gott? Einer, der das 7-Tage-Werk gemacht hat. Und dann kommt einer, der heißt Jehova. Da gab es die Erde schon. Da gab es die Erde schon. Und es gab Eden. Und dann hat dieser Gott, Jehova-Gott oder Hashem, dieser schöpferische Gott, im Osten von Eden einen Garten gebaut. Im Osten von Eden, einen Garten. Und dann hat er in Eden den Menschen gemacht, aus Lehm, hat ihm eine Form gegeben, hat ihm seinen göttlichen Atem eingehaucht und hat ihn in den Garten gesetzt, um diesen Garten zu bearbeiten. Dann kamen da Pflanzen rein und Tiere, alles Mögliche. Dann hat er die Eva noch erschaffen und irgendwann hat er gesagt, oh, jetzt sind sie geworden wie unser einer, raus. Und schon waren sie wieder draußen. Dann flogen sie raus aus dem Paradies, aus dem Garten Eden. Und so ist das in der Bibel beschrieben, mal einfach so. Der Mensch nimmt das auch hin, man kann das ja hinlesen. So stellt das aber auch die Freimaurerei dar. Und dieses Prinzip, dieses schöpferische Prinzip, was Jehova Gott gemacht hat, das macht aber auch Baphomet. Baphomet ist auch so ein schöpferisches Prinzip. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ob der Baphomet gleich Jehova ist. Aber so ganz fremd ist mir diese Vorstellung nicht. Und dann haben wir Situationen in der Freimaurerei oder in diesem Baphomet, in diesem schöpferischen Prinzip, bei dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und dann sind wir mal auf die Idee gekommen, auf einen Ursprung zurückzukommen, so wie im Kapitel 2, 1. Buch Moses, und so schuf Jehova Gott Himmel und Erde. Und haben dann mal geguckt, wie hat das denn in der Materie angefangen? Was ist denn die Ursache unserer Materie? Jetzt wird es richtig interessant. Das ist der Teil, wo ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf freue. Es wird jetzt um Atome gehen. Ja, es geht nicht nur um Atome, es geht auch um ein Molekül. Und zwar haben wir da ein Methanmolekül ins Auge gefasst, als Tetraeder. Ein Tetraeder. Und dann habe ich mal gedacht, es gibt in der Freimaurerei Rituale und Aufbauten in Form von 4 Dreiecken. Und so ein Tetraeder besteht aus 4 Dreiecken. Das heißt, du hast ein Molekül gefunden in Tetraederform, oder? Ja, genau, genau. Das heißt, wir haben einmal in der Natur ein tetraederförmiges Molekül. Wir haben den Tetraeder als solcher, als geometrische Figur. Und wir finden aber auch diese Struktur in freimaurischen Hochgradritualen. Ja, und das ist das Tolle. Dann haben wir mal das Wasserstoffatom, sagen wir mal, beim Deuterium. Da haben wir beim Deuterium ein Proton, ein Elektron und ein Neutron. Da haben wir so eine Dreieinigkeit.
Und das Proton können wir bewegen, seinen Orbit zu verlassen. Dann stirbt er uns so weg. Dann macht er einen Quantensprung, kommt aber wieder zurück. In so einer Dreieinigkeit bei Jesus, der wird dann gestorben, der ist ja auch aus einer Dreieinigkeit, wird getötet, nach 3 Tagen steht er wieder auf. Oder die 3 Protagonisten in der Freimaurerei, der König Salomo, König von Israel, und Hiram, der König von Tyrus, und Hiram, der Baumeister. Einer von den 3 wird getötet, steht aber wieder auf. Haben wir also so eine Dreieinigkeit. Und im Tetraeder haben wir 4 Stück. 4 Wasserstoffatome. Und Jehova Gott hat 4 Buchstaben. Jod, He, Waf, He. Das sind 4 hebräische Konsonanten. Dann haben wir diese 4 Konsonanten. Und im Sohar, das Geheimbuch der Juden, da steht dann drin, und diese 4 Buchstaben sind das Fahrzeug. Also dieses J-E-W-A-F-E ist das Fahrzeug. Und dann wird dieses Fahrzeug beschrieben, das J im Sohar, bei den Juden wird das beschrieben. Das J ist das Haupt, das Waff ist der Rumpf, und die beiden Hes, das sind die beiden Arme mit den Händen und jeweils 5 Fingern. Das ist so ein Oberkörper, 2 Arme und Kopf. Und er heißt Jehova, im Sohar. Und in der Freimaurerei wird Baphomet so dargestellt. Da wird der Baphomet so dargestellt als Oberkörper, 2 Arme und einen Kopf. Ich glaube auch, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das richtig zusammenkriege, hatte man bei den Templerprozessen, ich bin nicht sicher, inwieweit das jetzt wirklich belegt ist oder legendarisch ist, aber da meine ich, hieß es doch auch immer, dass der Baphomet, dass sie dort so eine Art Kopf verehrt hätten, und das wäre Baphomet. Also von einem Kopf gesprochen, von einem Kopf kaputt. In Latein alle kaputt und mit einer 7 da dran. In der Freimaurerei wird der also immer dargestellt als Oberkörper, 2 Arme und 1 Kopf, der Baphomet. Und im Sohar wird auch dieser Oberkörper, die beiden Arme und der Kopf dargestellt, aber bezeichnet als Jehova. Diese 4 Buchstaben, diese 4 Wasserstoffatome. Das bedeutet, im Anfang war die Erde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Das gab schon, das Wasser gab es vor der Schöpfung. Vor jeder Schöpfung gab es schon Wasser. Im Anfang war der Wasserstoff. Das bringst du tatsächlich auch mit dem physikalischen Wasserstoffatom in Verbindung? Unbedingt, unbedingt. Weil im Universum haben wir ja diesen Wasserstoff. Aber wir haben im Universum ja auch noch Methan. Und das Methanmolekül ist die Ursache aller organischen und anorganischen Chemie. Denn von da aus beginnt die homologe Reihe der Alkane und so weiter. Also dieses Methanmolekül ist die Ursache von allem, was es gibt. Und jetzt wird's spannend. Dann haben wir jetzt das Wasserstoffatom bei dem Isotop Deuterium mit einem Neutron, einem Elektron und einem Proton. Und das Methanmolekül hat noch ein Kohlenstoffatom. Das besteht aus 6 Neutronen. 6 Elektronen und 6 Protonen. Das ist die Zahl 666. Und diese Zahl 666 ist jetzt in diesem Tetraeder, in diesem Fahrzeug. Das heißt, wir haben einen Passagier. Und das ist, sag ich mal einfach so, die Eva. Das ist der Passagier,
bei Jehova. Und damit beginnt alles. Und in der Bibel steht, und Eva war die Mutter allen Lebenden. Alles Leben hat seine Ursache in der Eva, in diesem Kohlenstoffatom. Jetzt haben wir beim Methanmolekül diese Verbindung zwischen Wasserstoff und Kohlenstoff. Und mit James Webb, mit diesem neuen Teleskop, was da installiert wurde im Universum, was sucht man? Man sucht Methan. Denn wenn man im Universum irgendwo Methan findet, dann kann man rückschließen, da gibt es Leben. Denn da, wo Methan ist, kann es Leben geben. Und das wird explizit gesucht, dieses Methan-Molekül. Um nochmal auf Jehova zurückzukommen, in der Freimaurerei wird Jehova immer dargestellt in einem Dreieck. In jeder Kirche aber auch. Man hat in jeder Kirche irgendwo ein Dreieck, ganz oft mit einem allsehenden Auge, das ist Jehova. Jehova ist aber als Tetraeder vier Dreiecke. Vier Dreiecke. Und wenn wir uns jetzt mal die Tempelritter angucken, die Templer, die jetzt also beschuldigt wurden mit dem Baphomet und so weiter, was haben die denn auf der linken Brust? Vier Dreiecke. Das Templerkreuz sind vier Dreiecke. Klapp die zusammen und du hast ein Tetraeder. Das ist schon interessant. Jetzt bin ich gerade heraldisch nicht ganz sicher. Ich bin jetzt auch im Templer-Thema und auch allgemein so in der Heraldik nicht so der Experte. Hatten Sie nicht aber auch Varianten verschiedener Kreuze, je nach Anlass? Oder? Ja, es ist auch so, Guido von List, der hat sich auch mit Heraldik beschäftigt und er hat gesagt, das Templerkreuz oder das Johanniterkreuz heißt Baphomet in der Heraldik. Das heißt, in der Heraldik, das Templerkreuz oder das Johanniterkreuz ist ein Baphomet. Das bedeutet, die Templer tragen den Baphomet auf ihrer linken Brust. Das heißt, die Freimaurer allerdings auch. Die Freimaurer tragen eine Kelle mit einem Dreieck auf der Brust. Und das bedeutet in der Freimaurerei die höchste Auszeichnung in der Johannesloge, dieses Dreieck auf der Brust zu tragen. Man trägt Gott auf der Brust. Gott. Nur bei uns in der Lutherbibel und in der Schlachterbibel, da ist immer der Herr, Gott der Herr. Sind aber auch vier Buchstaben. Der Herr oder the Lord, Deus, sind immer vier Buchstaben. Es geht eindeutig darum, Gott der Herr oder der Herrgott ist immer Jehova Gott. Und im Originaltext, als Moses auf dem Berg Horeb die 10 Gebote kam, die fingen dann an, ich bin Jehova, dein Gott, und andere Götter sollst du neben mir nicht haben. Weil ich, Jehova, bin dein Gott. Und damit fertig. Und wenn Jehova Gott jetzt das Prinzip der Natur ist, oder das Prinzip, das hinter der Natur steht, dann kann man durchaus sagen, Gott ist alles in allem. Und so wie das Methanmolekül auch in allem, was ist vorhanden ist, als Ursache, so ist Gott wirklich alles in allem. Nochmal zum Verständnis. Ich bin auch in organischer Chemie nicht so fit, aber ist es in aller Materie enthalten oder in aller organischen Substanz? Es ist in aller organischen und in aller anorganischen, weil das ist wirklich der Ursprung. Und mit dem Methan beginnt die homologe Reihe der Alkane. Und das geht dann
Methan und Butan und Oktan und hunderte von Tans und zyklische Verbindungen. Und es geht immer, immer weiter. Aber die Ursache ist eben HC4. HC4, ein H und nee, ein C und vier Hs. Mehr nicht, mehr nicht. Nun haben wir diese vier Hs, die das C umkreisen. In Wirklichkeit ist das aber ein Tetraeder, wo das C in der Mitte ist. Und der Tetraeder ist das Fahrzeug, so wie es im Zohar bei den Juden auch beschrieben ist. Und der Fahrgast ist die Eva. Nun hatte ja in der Bibel, als die Welt entstanden ist, Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben und sie lagerten östlich von Eden. Und dann hat die Eva ihren ersten Sohn bekommen, den Kain. Und dann steht in der Bibel, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Das heißt, das Produkt Kain, das ist das Produkt zwischen Jehova Gott und der Eva. Gehe ich mal einfach von aus. Ich bin ja kein Theologe. Ich darf selbstständig denken. Ich sage, wenn sie sagt, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn, dann ist das also ein Produkt zwischen Gott und der Menschen. Das war ja nachher bei Jesus nochmal. Das wäre dann das zweite Mal, dass Gott mit einer Menschen etwas hervorgebracht hat. Und dann hat sie mit ihrem Mann Adam den Abel hervorgebracht. Dann haben der Abel und der Kain Opfer gebracht und Gott hat das Opfer von dem Abel anerkannt. Und der Kain hat dann zugesagt, merkst du noch was? Den mache ich alle. Was ist denn das? Ein Hauch, ein Mensch-Mensch, ich Gott-Mensch, den mache ich alle. Dann hat er seinen Bruder umgebracht und dann hat Gott gesagt, nee, das habe ich aber so gewollt. Und dann sagt Kain, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht, jetzt werde ich umgebracht. Die Menschen werden mich umbringen, weil ich ja Brüdermörder bin. Dann hat Gott gesagt, gar nichts wird dir passieren. Du bekommst von mir ein Schutzzeichen, damit dir niemand etwas tut. Das Kainsmal ist also ein Schutzzeichen Gottes, damit der Kain nicht umgebracht wird. Ob das alles in der Bibel so stimmt, man munkelt. Ja, Professor Dr. Munkelmann hat darüber geschrieben. Man munkelt man. Man darf ja mal ein bisschen überlegen, denn letzten Endes geht ja die Geschichte dann so weiter im Neuen Testament mit dem Engel Gabriel, der zu der Maria sagt, der Heilige Geist wird dann über dich kommen. Und du wirst dann ein Kind bekommen. Und dann hat sie das Kind bekommen. Und der Vater war eben Gott persönlich. Wir hatten da mal eine Diskussion mit mehreren Freimaurern. Und da waren zwei Pastoren dabei. Und einer von unserer Gruppe, der erzählte immer was von den Aliens und von den Außerirdischen. Bis der eine Pastor dann sagte, jetzt habe ich aber genug. Jetzt hören Sie mal auf mit den Außerirdischen. Ich möchte das nicht mehr hören mit den Außerirdischen. Da sagt er zu dem Pastor, das habt ihr doch auch. Wieso, das haben wir auch? Ja, ihr habt doch auch die Außerirdischen. Oder etwa nicht. Nee, sagt er, wir haben keine Außerirdischen. Und Gott, der Vater von Jesus, der war doch ganz eindeutig ein Außerirdischer, oder etwa nicht. Damit war das Thema dann durch, dann war die Diskussion vorbei. Wir haben uns dann auch getrennt. Der hat die Sache aber auf den Punkt gebracht. Ganz eindeutig ist Gott nach Vorstellung des Gläubigen ein Außerirdischer. Nur dieser Gott, Jehova Gott oder das Prinzip, das hinter der Natur steht oder der Demiurgus, der die Materie bewirkt und regiert,
der muss natürlicherweise in der Materie sein. Der kann ja nicht außerirdisch sein. Er erfüllt ja die ganze Erde. Er erfüllt ja das ganze Universum. Das heißt, er erfüllt die Schöpfung. Er kann ja nicht außerhalb der Schöpfung sein. Mein ich so. Ich muss ja nicht recht haben, bin ja kein Theologe. Ich finde nur diese ganze Kette, die du da auftust, unheimlich interessant, weil du so verschiedene Sachen miteinander verknüpfst. Und das macht auch, glaube ich, dein Denken und deine Forschung immer so spannend. Mal angefangen im Sohar mit diesem Gefährt, ja, was letztlich dieser Gottesname ist, das Tetragrammaton. Ja, dann übersetzt in den Tetraeder, dem Kreuz der Templer, was sie auf der Brust tragen, dann taucht es in den Freimaurerritualen auf, bis hin zur Ebene von Molekülen. Das ist schon spannend. Jetzt frage ich mich aber, das wäre vielleicht so ein bisschen eine Kritik oder ein Problem, was ich da sehe, wenn wir jetzt gerade sowas wie das Tetragrammaton letztlich mit Molekülen und atomaren Gebilden gleichsetzen. Profanisieren wir dann nicht auch irgendwie das Transzendente, wenn Gott doch eigentlich etwas eben halt Transzendentes, Metaphysisches ist? Oder funktioniert das aus deiner Sicht an dieser Stelle, weil es eben ein materielles Prinzip ist? Aber wie ist es dann von der geistigen, wirklich metaphysischen Ebene zu trennen? Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen. Ich will das ja gar nicht. Ich will das ja nur verstehen. Ich will das ja nur verstehen. Also ich habe, also ich war vor vielen Jahrzehnten auch mal jung, kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern. Aber dann habe ich immer überlegt, wie denn das alles zusammenhängt und mit der Bibel, und hatte immer meine Zweifel und habe dann auch immer viel versucht. Dann war ich, also ich bin evangelisch getauft und irgendwann bin ich aus der Kirche ausgetreten, dann war ich katholisch, dann war ich bei den Rosenkreuzern, dann war ich bei den Mormonen, dann war ich bei den Freimaurern und habe nirgendwo eine Antwort gekriegt und kämpfe seit Jahrzehnten, weil ich es einfach begreifen möchte. Ich verstehe es nämlich nicht. Ich verstehe es nicht und überlege und überlege und dieses Überlegen beruflich. Ich habe mal, zu Lebzeiten habe ich mal ein Sicherheitsunternehmen gehabt, und um Geld zu sparen, habe ich sehr viele Stunden bei uns in der Notrufzentrale verbracht. Wir hatten eine Notrufzentrale, 24 Stunden besetzt, 365 Tage im Jahr. Dann habe ich da gesessen und überlegt, was Vernünftiges machen kann man da nicht. Man sitzt in so einem Glaskasten und schöne Sachen kann man nicht machen. Mal Pornofilm angucken oder man geht überhaupt nicht, wenn man in so einem Terrarium sitzt. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe gelesen. Gelesen und gelesen, Freimaurerei, Bibel und immer wieder, Tag und Nacht. Man darf ja auch nicht schlafen. Und dadurch hatte ich auch viele Informationen und habe mich viel mit dieser ganzen Sache beschäftigt und wurde auch noch dafür bezahlt. Der Vorteil hatte ich anderen Menschen gegenüber, die sich erst nach Feierabend damit beschäftigen konnten, können, und ich konnte das schon während meiner Arbeitszeit. Jetzt mache ich das Jahrzehnte und kann immer noch nichts. Ich habe immer alle möglichen Ideen und versuche da irgendwas auf die Beine zu stellen oder darzustellen, finde dann auch Hinweise bei den Freimaurern, in der Tora oder im Koran. Der Koran ist übrigens auch sehr, sehr aufschlussreich. Es gibt viele Dinge in der Bibel, die nicht so richtig beschrieben werden, aber wo man dann Erkenntnisse im Koran findet. Nur der Koran ist nicht so toll geordnet wie unsere Bibel. Der ist nach der Länge der Suren geordnet. Und ich habe mir mal den Koran in Word reinkopiert, und dann kann man besser über die Suchsysteme beim Word mit dem Koran arbeiten. Der ist schon großartig. Der ist schon großartig. Aber letzten Endes gibt er mir auch nicht die Antworten, die ich gerne hätte. Und
dann habe ich es versucht mit diesen Symposien. Aber den größten Erfolg, muss ich sagen, jetzt bei dir, mit diesen Büchern, mit den Veröffentlichungen und den Rückmeldungen. Es kommt also aus der Leserschaft auf einmal Rückmeldungen und Fragen. Ja, hör mal zu, du hast das und das geschrieben. Ich habe da was erlebt oder ich habe Erkenntnis. Und das ist rattenscharf. Das finde ich schon toll. Aus der Leserschaft, da kommen jetzt Dinge, die in Jahrzehnten von der Freimaurerei nicht gekommen sind. Super gut. Das ist also doch mal ein schönes Wort ans Publikum, weil genau das ist auch eigentlich das Ziel dieser Veröffentlichung, dass Leute wie wir nicht einfach nur im stillen Kämmerlein der Gelehrsamkeit ihren Privatstudien nachgehen. Das ist ein Stück weit notwendig, sonst würde, wie gesagt, so ein Buch nie entstehen können. Aber dass man dann mit dem Wissen an die Öffentlichkeit geht, es teilt und von anderen Menschen, die auch forschen und suchen, etwas zurückkommt und ein Austauschprozess entsteht, eben so, dass wir, wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben, Atome sind, dass wir Moleküle bilden. Ja, und dass durch diese Vernetzung ganz neue Erkenntnisse gewonnen werden können, mit noch einer ganz anderen Tiefe, die über das, was wir bisher erreicht haben, noch hinausgeht. Und ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so der Fall sein wird, dass wir gerade dabei sind, etwas anzustoßen, wie so ein Schneeball, der den Berg runterrollt und immer größer wird, bis es eine Lawine des Wissens darstellt, wovon viele Menschen profitieren und wo viele dran mitwirken. Es gibt ja auch nicht umsonst diesen Begriff der Schwarmintelligenz. Habe ich mal ein spannendes Buch darüber gelesen, wie das funktioniert. Und Schwarmintelligenz lässt sich besonders gut für Such- und Forschungsarbeiten nutzen, erwiesenermaßen. Also wenn viele Leute an etwas recherchieren und forschen, dann trägt jeder nur ein kleines bisschen dazu bei, wie bei den Ameisen, aber am Ende wird es ein großes Gebilde. Eben, das ist vielleicht der Versuch, diese Mysterien der Welt zu lösen, erfahrbar zu machen vor allem. Ich meine, unsere ganz normale Schulwissenschaft arbeitet dort auch dran mit guten Methoden, also wenn man Wissenschaft so praktiziert, wie sie angedacht ist. Ich lasse jetzt mal die ganzen Geschichten außen vor, dass auch Forschung gekauft und korrumpiert sein kann, sondern vom Ansatz her. Und wir haben auch Institutionen, wo das ja in vielen Bereichen geschieht. Nur es gibt sowohl Grenzwissenschaften als auch den Bereich der Esoterik, als auch einen Bereich von Wissenschaft, da denke ich jetzt zum Beispiel an die Abora-Expedition von Dominik Görlitz, der weder grenzwissenschaftlich noch esoterisch ist, aber einfach vom wissenschaftlichen Mainstream nicht wahrgenommen wird. Und in diesem Feld eigentlich am Rande, da wo wir auch alle dran teilhaben können, möchte ich, dass so Diskurse entstehen und wir ungewöhnliche Wege des Geistes gehen und Verbindungen herstellen. Und das, was du jetzt heute ausgeführt hast, ist auch so das beste Beispiel dafür oder auch der Grund, warum ich dich immer so gerne einlade. Wer kommt schon auf die Idee, solche Methanmoleküle mit dem Baphomet der Templer und Freimaurer und geometrischen Formen und der Bibel und dem Sohar und dem Koran alles in Verbindung zu setzen? Aber genau das ist ja nötig. Wir müssen interdisziplinär denken und forschen. Und wir müssen, wie soll ich das sagen, Konventionen des Geistes mal hinter uns lassen, die durch Institutionen gesetzt werden. Ich denke jetzt gerade an die Schule, wo wir alle erstmal verbildet werden. Dann geht es weiter, vielleicht in der Lehre oder an der Uni. Uns wird Denken beigebracht. Wir werden geschult im Denken, aber vor allem werden wir konditioniert, in engen Schubladen zu denken. Und vorgebetete Raster immer wieder wiederzukäuen und zu wiederholen. Und gerade im Bereich der Freimaurerei hat sich diese Unsitte leider auch eingeschlichen, was ich aus meiner Erfahrung aus Logen her kenne. Deshalb ist es dann auch, glaube ich, so solche Bücher zu veröffentlichen wie mein Buch oder jetzt eben auch das neue Buch von dir, lieber Templi, ist ketzerisch. Aus Sicht vieler Freimaurer, die einem das übel nehmen, dass man da über den Tellerrand ihrer Standarddenkgewohnheiten hinausgeht.
aber es ist notwendig, um die Sache als solche voranzubringen, mal jetzt auch ganz losgelöst von unseren Personen und persönlichen Befindlichkeiten. Und es macht natürlich unheimlich viel Spaß, all das zu machen. Aber wir tragen ja auch die Verantwortung, eine gewisse Fackel des Wissens immer weiterzureichen. Und ich meine, uns beide trennt ungefähr eine Generation, ja, circa 40 Jahre. Und es gibt, wird irgendwann, wirst du hier nicht mehr sitzen und ich bin grau und sitze dort und dann sitzt hier ein Jüngerer und dann geht die Generationenkette immer so weiter, bis ich da nicht mehr sitze. Aber es ist wichtig, dieses Wissen immer weiterzugeben und eine Begeisterung dafür in die Welt zu tragen. Denn ich glaube, das, was du auch erforscht und in deinen Büchern darlegst, sind Bereiche, die altersunabhängig wirklich jung und alt begeistern können. Denn das sind diese großen Fragen nach dem Sinn der Welt, was die Welt im Innersten zusammenhält, nach Gott, nach der Bestimmung des Menschen. Und ja, jetzt kommt meine kleine spontane Rede ja auch zum Ende, aber das ist letztlich, worum es geht, ne? Ja, man muss ja, ich habe 8 Enkel und 3 Urenkel. Und bei denen lerne ich viel. Bei denen lerne ich viel und ich sage ja immer, ich werde zwar körperlich älter, aber im Geiste werde ich immer jünger. Vom Verstand her bin ich schon ungefähr beim 6-Jährigen angelangt. Das ist so mein Niveau. Und mit 6-Jährigen kann ich mich auch gut unterhalten. Aber um nochmal zurückzukommen auf unsere Bücher, als dein Buch rauskam und dann mein zweites Buch mit dem allsehenden Auge und dann die Reaktion aus der Leserschaft, das hatte ich nie erwartet. Das habe ich nie erwartet, aber genossen. Ich habe das genossen, dass Menschen mit Fragen und Erklärungen und Antworten kommen, die eben nicht aus der Freimaurerei kommen, weil die viel besser sind, weil die viel natürlicher und logischer sind. Und ich bin dann auch immer mehr dahinter gekommen, ja, was bildet sich die Freimaurerei denn darauf ein, was sie kann? Die Freimaurerei als solche kann unglaublich was. Aber die Freimaurer als Mitglieder oder als Brüder, die sind oft ziemlich blöd. Die sind, ja, sind einfach doof. Aber da können sie nichts für. Es gibt keine Lehrer mehr. Es gibt Lehrer, aber ich kenne ganz wenig. Ich kenne ganz wenig und die unterhalten sich nur in einem engen und vertrauten Kreis. Es wird nichts mehr vermittelt. Und ich habe auch viel mit jungen Brüdern zu tun und die wollen immer wissen, die sind neugierig, warum ist das so, warum ist das hier, warum passiert hier was. Und ich versuche den jungen Brüdern Antworten zu geben, gebe auch Antworten und bin dann darauf gestoßen, dass es eine Notwendigkeit gibt, der Freimaurerei ein Sprachrohr zu vermitteln. Und Charles hatte dann die glorreiche Idee, wir machen das mal mit Büchern und gehen einfach mal an die Öffentlichkeit. Ja, wir haben nun glücklicherweise im Hintergrund unseren Lektor und Editor, den Robert Grains, der unglaublich viel Arbeit da reinsteckt, Charles auch. Er gibt das nicht so zu, mir geht es da besser. Ich brauche ab und zu mal nur eine Stunde neben Charles sitzen. Und dann hört das mit meiner Arbeit schon auf. Ich mache zu Hause viel mit meinen Zeichnungen und so weiter. Aber es ist richtig, wir haben hier so eine Art Sprachrohr. Und dass die Bücher auch gekauft werden und dass die Leser reagieren. Dass die Leser reagieren, finde ich unglaublich toll. Und es hat sich in Österreich inzwischen eine Gruppe herausgebildet, die schon ganz wild jetzt auf Liber Templi warten und anrufen, wann kommt denn dieses Buch raus? Also wir haben da eine österreichische Gruppe, die wird immer größer. Weil in Deutschland die Freimaurerei ist schon sehr verschwiegen, die Österreicher sind noch verschwiegener und die sind sehr dankbar, sehr, sehr dankbar, dass es diese Bücher gibt. Auch was Charles dann geschrieben hat über den York Ride und so weiter,
großartig. Großartig, dass man auch mal versteht, was können die denn überhaupt? Was kann die Freimaurerei denn? Denn die Freimaurerei erzählt ja ihren eigenen Brüdern auch gar nicht, was sie denn kann. Da werden die Rituale gemacht, da wird dem Bruder etwas dargestellt. Da kann er entnehmen. Kann er entnehmen, diese Rituale sind großartig, wenn man sie versteht. Die Bibel ist auch großartig, wenn man sie denn verstehen würde. Aber wenn die Bibel verstanden würde, dann käme sie auf den Index. Wahrscheinlich sogar auf den Index der Kirche. Ja, dann würde die garantiert verboten. Garantiert. Aber die kannst du ruhig lesen, verstehst du sowieso nicht. Aber nach und nach versteht man sie immer mehr. Man versteht sie immer mehr. Ich habe mich dann also ganz oft mal mit dem Hohelied beschäftigt. Und dabei ist mir dann vermittelt, oder habe ich erkannt, dass Bernhard von Clairvaux sein Leben lang versucht hat, das Hohelied in der Bibel zu verstehen. Das sind nur ein paar Seiten. Liest sich wie ein Softporn. Hat aber mit Softporn null zu tun. Null. Und wenn man das versteht, was da drin ist, großartig. Aber ich glaube, Wolfgang, großartig, ne? Da haben wir ein schönes Schlusswort gefunden. Und auch einen kleinen Ausblick für unsere Zuschauer. Wir können uns ja, wenn wir uns dann das nächste Mal hier zum Gespräch treffen, mal über das Hohelied Salomos im Detail unterhalten. Heute zum Thema Baphomet, zum Thema Liber Templi, zu unseren Büchern haben wir, glaube ich, genug gesagt. Ist auch alles erst, muss ja auch erstmal verdaut werden, diese ganzen Informationen. Und wie gesagt, wen es tiefgehender interessiert und wer unter euch gerne liest, ganz neu im Handel, das Liber Templi. Ich muss es noch überleben. Ja, ob die Freimaurerei dir das diesmal noch durchgehen lässt. Ich meine, ich bin ausgetreten, mir ist es ziemlich egal, ob man mich für einen Verräter oder dergleichen hält. Unter dem allsehenden Auge unsere bisherigen Gespräche in Buchform, mein Buch nochmal, die gnostische Geheimlehre der Freimaurer, Hochgrado in Astrotheologie. Hier geht es vor allem um den York-Ritus, Kloster Locum, die erweiterte Ausgabe. Und natürlich für alle, die lachen wollen, der Nuviso-Comic, Heft Nummer 10, Return to Locum. Eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Sie ist nicht ganz jugendfrei. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, Wolfgang und ich teilen auch so einen speziellen Humor. Der ist manchmal auch unterhalb der Gürtellinie, aber man möge uns das verzeihen. Aber an dem Heft habt ihr zur Weihnachtszeit sicherlich eure Freude, uns als Comicfiguren. Ansonsten, liebe Leute, liebe Freunde, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr uns hier zugehört habt. Und wie gesagt, wir freuen uns wirklich über Leserzuschriften. Wir wollen diese Bücher und dieses Wissen in die Welt tragen, damit ihr damit arbeitet und etwas zurückreflektiert und Austauschprozesse entstehen. Also schreibt uns gerne Mails mit wirklich Rezensionen, geht auf die Inhalte ein, auch kritisch, schöpft aus dem Brunnen des Wissens und gebt auch weiter, dass auch die anderen Durstigen was abbekommen. In dem Sinne, Wolfgang, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier gewesen zu sein. Liebe Leute, liebe Freunde, ciao und bis bald.